Bonati hat Tor also in Nürnberg. Nürnberg hat die Töne. Ist das schon die Vorentscheidung? 2:0 führt Hannover 96. Wieder ein Konter und Manuel Schmiedebach haut ihn dann rein. Keine Chance für Raphael Schäfer. Da haben sie wieder gepennt und es wird dunkel über Nürnberg. Und wieder so ein Konter, Ballverlust im Mittelfeld. Und dann ist es Rudnevs, der auf Schmiedebach spielt und der umläuft Raphael Schäfer und haut ihn dann mit dem rechten Schlappen aus 8 Metern flach ins leere Tor. Keine Chance mehr für die Abwehr da, für die geschlagenen Schäfer noch irgendwas zu retten. Und jetzt macht sich hier aber sowas wie Tor Resignation breit. Und in Bremen das erste Tor des Tages.